Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Workers and Resources Soviet Republic. Ja, wir spielen hier weiter in unserem Ostblock der Liebe und Leidenschaft. Wir haben hier tatsächlich jetzt einen großen Supermarkt, an der Stelle, wo vorher zwei kleine Läden waren. Und jetzt ist nicht mehr 500 Mann vorm Laden, sondern es warten zu Stoßzeiten bei nicht voller Belegung gerade mal 50 Leute vor der Eingangstüre. Wer in den letzten Tagen schon mal einkaufen war, der weiß, das ist völlig normal. Nicht nur im Ostblock. Ja, so wird das tatsächlich sein. So, wir gucken jetzt gerade mal. Hier ist ein Sportplatz fertig geworden, auch das. Oh, rumbeln sie alle rein. Jetzt kommt hier, zack. Jetzt müssen sie auch da nicht mehr so weit laufen. Auch das freut natürlich den gemeinen Arbeiter. Wie schaut es bei dir aus? Keine Bildung. Was ist mit ihm los? Oder ihr? Ich weiß es nicht. In der Schule bei 0,8 Ausbildung und 84%, aber null Regierungstreue. Da weht es einmal stark, ja, und da ist der weg. Das ist nicht gut. Wir müssen den auf Linie bringen. Ich bin tatsächlich für die, wie soll ich sagen? Wir müssen ihn regierungsloyal machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht wie, aber wir wenden raus. Also, unser, ich sag jetzt mal, Problembürger, ja, ist jetzt hier unterwegs, hat nicht gegessen und hat keine Kultur genossen. Das ist ein Problem. Wir werden sehen. 27 Jahre alt und noch keine Ausbildung. Wir gucken mal. 75% Gesundheit. Ist natürlich jetzt nicht der Burner, ne? Also ist jetzt verletzt. Wir werden sehen. Aber irgendwas verstehe ich hier nicht. Hat ein Kind? Derzeit zu Hause. Den ganzen Tag, oder wie? Wir schauen mal. Vielleicht aber auch ein Unfall passiert. Das kann auch sein. Und wir müssen jetzt auf den Krankenwagen warten. Wer weiß das schon? Ah, jetzt geht's los. Freizeit. Einkaufen. Klar. Zack. Essen wird aufgefüllt. Schön. Fast 2 Kilo Essen eingekauft. Jetzt geht's wohin? Kultur genießen. Ins Kino, meine Lieben. Es geht ins Kino. 60 Minuten Spielfilm geguckt. Schön aufgefüllt und jetzt wieder zu Hause und noch über 7 Stunden mehr Zeit. Einfach free, ja? Alkohol trinken, wohl vergangenen Tage, da war es nicht so gut, ja? Da war das Feeling anders. So, Arbeitsschicht, Kind. Jetzt verstehe ich's. Hier ist ein Kind, 1% regierungsloyal. Naja, wir arbeiten dran. So, Alter 0, wohnt im Plattenbau. Hier haben wir das Problem, das wir tatsächlich schon öfter hatten. Wir haben ja hier, wollten wir auch noch einen Kindergarten wollen wir hier herstellen. Das hatten wir ja vorgehabt, haben wir bloß nicht gemacht. Wir werden das mal angleichen. Okay, mal ein bisschen zumindest. So, bauen wir Kindergarten. Frischen Kindergarten, meine Lieben. So, Fußgängerweg. Das können wir jetzt hier vergessen, oder? Okay, geht so halbwegs. Okay. Schön. Kindergarten. Hier brauchen wir auch noch einen. Damit unsere Burgers natürlich ihre Kinder auch abgeben können, um zur Arbeit zu gehen. So, hier mal ein bisschen anheben. Das wird zum Glück dann auch wieder recht schnell begrünt. Unser
wie soll ich sagen, unser Gartenbauamt ist da sehr, sehr dahinter. So, geht's auch zum Sportplatz. Schön. Da freuen sich die Bürger. Gut. Auch das läuft. So, neues Bauprojekt ist in Arbeit. Okay. Hier sind zwei Baubüros mittlerweile dran. Wir haben jetzt ein Lack of Geld. Und zwar sehr stark. Weil wir hier oben Bauprojekte mit enormer Leistungsfähigkeit vollballern. Wir werden uns zur Not auch noch weitere Kredite gönnen müssen. Zumindest einen. Unsere Baubüros arbeiten nämlich hier tatsächlich mit super viel Stahl. Und sobald das hier fertig ist, produzieren wir den Stahl selber, können den theoretisch auch exportieren, weil wir massiv Ressourcen sparen. Was ich sehr interessant finde, ist tatsächlich, dass hier hinten auch die Baubüros mittlerweile arbeiten und an unserer Ölraffinerie versuchen anzubearbeiten. Das ist ja alles hier schon fertig. Auch die ganzen Ölpumpen und so weiter sind tatsächlich schon alle fertig. Und könnten dann theoretisch, wir haben ja hier ein Schienensystem, wir könnten hier theoretisch abgeben und hier anfangen, in die Pumpe zu geben. Und dann hier rüber über unser Hauptschienennetz, was wir ja schon aufgebaut haben, hier wieder rüber gehen und dann zum Beispiel hier rüber fahren lassen. Ich weiß bloß nicht, welcher von unseren Grenzübergängen tatsächlich schienenfähig ist. Weil hier ist nur ein Straßenanschluss. Hat der hier drüben Schiene? Der hat Schiene. Tatsächlich. Ist sogar elektrisch. Hier könnten wir tatsächlich anfangen, über den gleichen Weg wieder lang zu fahren. So. Wir müssen dann bloß hier die Flussquerung schaffen. Wir können allerdings, wir könnten natürlich auch überlegen, es gibt hier kein Schiffswesen oder sowas. Also ich weiß nicht, ob es so eine Art Schiffsmautstelle gibt. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Auf jeden Fall geht hier unser ganzes Geld drauf. Ne? Das ist natürlich jetzt ein enormer Bauboost. Ich beende mal ganz kurz dieses Bauprojekt hier, weil mir diese Bauprojekte tatsächlich wichtiger sind, gerade dass die fertig werden. Weil wir dann halt eben Sachen wie jetzt eben schon mal die Grundproduktion könnten und aber nicht so viel auf einmal ausgeben müssen. Wie schaut's hier aus? Bauen wir fertig. Weil jetzt könnten wir theoretisch mit dem richtigen Ansatz, und den haben wir ja, könnten wir jetzt Fertigbaupaneele selber herstellen. Das heißt, wir könnten unser Wohnbauprojekt hier unten starten. Zumindest langsam, ne? Wobei wir hier nicht überlegt haben. Hier müssen wir nochmal umbauen, bevor die ersten Burgers einziehen. Der Lebensmittelmarkt kann weg. Die Busplattform bleibt. Das kleine Geschäft kommt auch weg. Die Kneipe bleibt. Das kommt weg. Und das kommt weg. So. Wir werden jetzt Folgendes machen. Ich mache jetzt hier nochmal ganz kurz... Ja, genau. Das war der Plan. Ja, hier auch und so, ne? Riesengroß. So. Straße nochmal aufbauen. Gut. Die können wir auch so bauen. Und jetzt bauen wir folgendermaßen. Ausrüstung. Wir werden jetzt nur noch Einkaufszentren bauen. Kleine momentan noch. Und hier könnten wir aber hergehen und zum Beispiel sagen, lasst uns doch dieses Einkaufszentrum direkt in ein Warenhaus übergehen. Ah ne, das geht ja auch nicht, genauso wenig wie beim anderen, ne? Das könnten wir so machen, aber das ist halt unsinnig. Lassen wir so. Das ist jetzt, das geht so. Okay, wir lassen das weiterbauen. Und das können wir tatsächlich schon mal anfangen. Okay, jetzt muss man ganz kurz eine Kleinigkeit machen. Und zwar, wir müssen mal ganz kurz in den Einkauf gucken. Wir geben halt jetzt enorme Mengen aus. Ne? Wir sind permanent auch im Minus. Wie schaut es denn hier aus? Wir haben von den 380.000 schon 116.000 gezahlt. Und hier haben wir schon, da sind noch 300.000 offen. Und hier geht es schon besser. Wir holen uns jetzt nochmal für... Wir haben das letzte bei 2,7. Wir könnten ja für die nächsten 3 Jahre oder 2 Jahre könnten wir uns nochmal... so 400.000 anleihen. Ja. Dann haben wir nämlich jetzt keinen Stress. So. Was wir gemacht haben hier, meine Lieben, ganz kurz nochmal zur Erklärung. Für all diejenigen, die noch mit dem Spiel noch nicht so vertraut sind vielleicht. Oder die aber auch nicht wissen, warum ich das jetzt einfach gemacht habe. Ja?
Wir hatten hier kleine Läden. Jetzt ist allerdings so, wenn ich jetzt hier diesen Bereich hier nehme und hier drüben nochmal hinbaue, dass wir den gleichen Ring wie hier haben, dann wohnen hier dermaßen viele Leute, dass so ein kleiner Lebensmittelladen damit überfordert ist. Das gleiche Problem hatten wir gerade eben hier oben schon gehabt. Hier sind so viele Kunden gewesen, dass 500 Mann vor der Tür standen und nur 17 einkaufen konnten oder sowas, ne? Und das Problem, um zu umgehen, ist in dem Fall tatsächlich der Plan. Aber jetzt muss ich mal gerade ganz kurz was anderes schauen. Das habe ich befürchtet. Wo sind unsere LKWs? Wir brauchen noch mal ganz schnell einen neuen Bus. Wir haben nämlich jetzt das nächste Problem. Start. Ach, warte mal, auf die Linie können wir jetzt ganz einfach ja noch mehr... Ich weiß schon. Warte mal ganz kurz. Wir haben ja jetzt diese Linien, Buslinien. Wir haben ja jetzt hier eine Bushaltestelle. Guck mal, die können wir jetzt halt super vereinfachen. Neuer Stopp. Ist das der hier? Nein, das ist der hier. So, dann sind ja jetzt auf der Linie nämlich zwei Fahrzeuge drauf. Ja, weil wir haben nämlich hier super, super viel, was zur selben Haltestelle fahren wollte. Custom Lines? Achso, das waren die, die ich nicht verwendet habe, ne? So, weil wir haben nämlich manche Dinger hier zum Beispiel. Vier Halle zum Zollhaus. Das sind zwei Linien jetzt drauf. Das können wir halt super vereinfachen. Und dann können wir halt auf diese Geschichte einfach nochmal set line to vehicle. Dann kaufen wir uns drei Busse und machen bing, 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 bing. Und alle haben diese Linie quasi drauf. Das ist tatsächlich unfassbar geil. Setzt allerdings voraus. Muss ich nochmal ganz kurz gucken. Wir haben jetzt alle Passagierrouten hier. Okay. Oder auch alle... Warte mal, wir können ja auch alles anzeigen, genau. Und jetzt gucken wir einfach, was heißt gleich. Ne? Das hat Bushaltestelle und Bushaltestelle 2 sind, glaube ich, zwei verschiedene Paar Schuhe. Muss man schauen. Ich muss mich mit dem neuen System tatsächlich noch ein bisschen einfinden. So, und wir gehen jetzt zu dem hier. Er steht bei der Tanke rum. Oh no. Kann der hier tanken? Nein. Okay, das ist ein anderes Problem. Zum Glück haben wir gerade ein bisschen Geld gekauft. Also geliehen. Das hängt schon dran tatsächlich. Okay. Und jetzt tanken die nämlich voll. Oh, Gott sei Dank. Deswegen ging hier jetzt auch keine Einnahmen mehr. Okay. So. Jetzt machen wir folgendes. Zack. Manche Vehikel hat er schon übernommen. Finde ich tatsächlich unfassbar geil. Wie da, den hier, da hat er schon alle zusammengefasst automatisch. Okay. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Und das können wir halt jetzt super easy erweitern, wenn wir sagen, okay, pass auf, wir haben jetzt zum Beispiel noch mehr Vieh, wie hier. Dann gehe ich jetzt theoretisch hier drauf. Sage. Nicht zeige alles. Nee, warte mal kurz. Für Kipper. Und wo haben wir jetzt die Viehhalle? Geschlossener LKW. Viehhalle. Da sind jetzt zwei von den Jungs drauf, ne? Jetzt haben wir hier diese Viehhalle. Und jetzt sagen wir, pass auf, ich kaufe jetzt einfach mal... Ich kaufe jetzt einfach mal geschlossener LKW. Wo haben wir die Dinger? Da. Da haben wir jetzt, warte mal, Vieh 3,5. Haben wir noch einen größeren? 1,4,5. Okay, also das ist tatsächlich so, dass der hier am besten ist, ne? 62 km/h. Ja.
4,5 ist das Beste, was wir haben. 2, 3, 4. Machen wir das mal so. Ich will das jetzt einfach nur mal schauen, ob das funktioniert. Okay. Starten. Ach, wie geil! Starten. Jetzt können wir die nacheinander langsam starten lassen auf diese Linie. Das ist halt auch nicht hier überlastet. Und wir haben hier tatsächlich ein Essensproblem. Ach ja, nee, hier wird aufgetankt, deswegen. Na, hier stehen auch ganz viele Rinders rum. Und die müssen auch erstmal weg. Und ab dafür. So, jetzt kriegen wir nämlich endlich mal die Rinder verkauft. Alles für die Rinder, liebe Kinder. So. Puh, okay. Also, wieder eine Baustelle. Ich finde das unfassbar wichtig mit diesem Tool. Und wenn ich jetzt mal Folgendes mache, kann ich ja bestimmt sagen, Fahrzeuge auf dem Weg zu diesem Gebäude. Ich nehme jetzt den hier. Set Line. Fuel Line. Ach, geil. Ich kann jetzt endlich sagen, pass auf diese Linie, drei neue Fahrzeuge, klick, 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 alle drauf. Und dann haben wir nicht 5 Milliarden Fahrzeuge, die völlig inkontinent, wollte ich gerade sagen, die völlig unkontrolliert hier rumlaufen. Ja, inkontinent vielleicht auch, je nachdem, wie die Wartung ist. So, wie schaut's hier aus? Hier wird schon das erste Zeug geliefert, schön. So, wie schaut es jetzt hier aus? Es wird tatsächlich weiter produziert. Aber auch hier verbundene Fahrzeuge, tatsächlich ein LZ hier drauf. Mega gut. Mega gut. Also das Update, muss ich sagen, hat sich tatsächlich für mich unsagbar heftig gelohnt. Okay, die Kindergartens, die werden hier unten gebaut mittlerweile und zwar relativ zügig. Zügig! Gut. Wir können jetzt natürlich auch Folgendes mal anschauen. Mal abgesehen von den Tankstellen hier. Hier ist zum Beispiel noch massiv viel Arbeit offen. Dafür brauchen aber unsere Baubüros nochmal ein bisschen anderes, ein verändertes Konzept. Das heißt, wir nehmen jetzt hier ein Fahrzeug und hauen das weg. Und nehmen hier eins und hauen das weg. Das kann gehen. Und dafür kaufen wir uns jetzt zwei neue Fahrzeuge ein. Und zwar offener LKW. Der wird jetzt auch sofort losfahren, nehme ich an. Ja, tut er. 9 Tonnen zu 9 Tonnen. Haben wir irgendwas, was... Alter Schwede, das ist ein Uran-Ding. Krass. 12 Tonnen. Schon haben wir hier ein bisschen was mehr. Also diese LZ-Dinger sind halt mega heftig, ne? Aber der ist halt auch gut, ne? 9 Tonnen, 12 Tonnen kann der. Ist halt richtig viel besser. Und hier machen wir das Gleiche. Also ich will nicht alle Kipper verkaufen, aber wir haben hier... Wie viele Kipper haben wir? 1, 2? Hier haben wir eh nur 2. Die lassen wir mal, weil wir für große Kiesprojekte brauchen wir die. Und jetzt gehen wir hier oben nochmal hin. Hier ist gar kein Fahrzeug übrig. Die sind alle unterwegs. Kipper, Bagger und so weiter. Hier wird Eisenerz theoretisch gefördert. Da haben wir aber auch extrem runter reduziert, weil er voll ist. So. Meine Lieben. Wir haben aber jetzt eine neue Baustelle. Und zwar, das ist die ganze Zeit schon offen. Wir brauchen erstmal, und das arbeite ich jetzt mal mit unserem neuen Tool hier. Zeig mir mal bitte alle Zementressourcen. So, hier müssen wir hin. Ich kaufe jetzt einen Zementlaster. Warte mal kurz. Das ist ein... Öltank ist es nicht, glaube ich, ne? Ne, die können genau das nicht. Die können Beton. Wir brauchen das auch nicht. Aber da gab es doch auch noch mal was. Krankenwagen. Ja, gut. Kühlung ist es nicht. Geschlossen? Ne, 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 ne. Zementtank, da ist er.
7 Tonnen zu 9 Tonnen. Ein Zementtank. Und theoretisch müsste der das doch erst eigentlich behalten haben, ja. Von hier nach da. Und warte bis entladen. Nein, soll er nicht, oder? Ja, geht so. Start. So, jetzt haben wir Zement. Jetzt will ich, zeig mir bitte alles Kies an. Das wissen wir hier und hier und hier. Okay. Da brauche ich jetzt einen Kipper. Nehmen wir den Katz natürlich. Einer reicht. Ja. Hier hin. Hier hin. Warte bis entladen. Wir haben drei oder vier, ne? Drei, vier haben wir. Okay, das heißt, das passt so. Jetzt brauchen wir natürlich noch Burger. Ja, weil frische ohne Burger geht hier gar nichts. Zeigt das jetzt weiter an? Nein. Das, nein, Abbruch. Das hier wird tatsächlich auch wieder so ein Ding werden, das direkt angebunden wird von unseren zentralen, von unserer Zentralstelle. So, da fahren jetzt die Fahrzeuge hin. Schön Licht auch abends im Zwerghaus. Nett. Nett, meine Lieben. Das ist sehr nett. Okay. Das heißt, wir können jetzt hergehen. Und ich will jetzt mal bitte alle Baubüros sehen. B, 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 B. Ach nee, warte mal kurz. Gebäude. Eisenbahnbauamt finde ich mega gut. Also kein Strom, das finde ich auch gut. In Konstruktionsbüro da. 1, 2, 3. Okay. Wir gehen jetzt her und sagen, wenn du möchtest, holst du dir bitte deine Fertigbaupaneele hier ab. Gut. Weg damit. Fertigbaupaneele holst du dir hier ab. Und ab dafür. Und auch du darfst deine Fertigbaupaneele hier holen. Und tschüss. So. Jetzt haben die alle, ja, die Möglichkeit, hier Fertigbaupaneele zu organisieren. Und damit können wir bestimmte Bauprojekte jetzt einfach auch weiterbekommen. Unser Bauamt ist tatsächlich auch fast durch. Haben wir das weiterbauen lassen? Nein. Doch. Läuft. Nur weil wir brauchen für bestimmte Sachen tatsächlich Fertigbaupaneele. Besonders aber halt für Häuser. Alles, was mit Haus ist, muss tatsächlich ein Fertigbaupaneel haben. So. Okay. Weil hier, ne, 77 Tonnen Platten. Das Gute ist, wir haben das alles ausgesetzt. Das läuft jetzt gerade noch nicht. Okay. Hier könnte man noch vielleicht Kindergarten und Schule reinbringen. Also hier ist ein Kindergarten. Dann könnte man vielleicht schauen, dass wir das irgendwie noch reinbekommen, dass wir mehr Kapazität haben. Gut. Zu den Baubüros wollte ich noch sagen, ich baue aus einem Grund jetzt nicht noch mehr Baubüros. Wir haben eine super hohe Auslastung, ich weiß. Aber wir geben unfassbar viel Geld im Baubürosegment aus. Für die ganze Bebauung hier. Also hier geht wahnsinnig viel Zeug durch. Und wenn wir jetzt noch mehr bauen, dann rasselt unser Geld schneller runter. Wir versuchen ja auch Einnahmen zu generieren. Wir machen ja alles für Einnahmen gerade, ne? Und wenn man jetzt sieht, Export, der war schon mal dieses Jahr, ne? Wir haben jetzt auch mehr Rinder im Export. Das bedeutet, wir versuchen jetzt gerade aktuell das hinzubekommen. Die Ausgaben gehen nämlich auch hoch, je mehr Baubüros wir haben. Ne? Also das hier sind unsere Ausgaben und das hier sind unsere Einnahmen. Mal vom Kredit abgesehen, ist das ordentlich. Und unsere Einnahmen gehen durch Vieh. Ihr könnt mal für die letzten Tage schauen. Wir haben relativ wenig LKWs. Aber so jetzt kann man schon sehen, durch die paar LKWs, die wir mehr haben, haben wir natürlich mehr. Strom ist auf einem super Niveau, wird aber weniger, weil wir immer mehr anschließen. Vor allem große Industrieanlagen. Und Alkohol könnte man noch mehr verkaufen. Da haben wir 34.000 bisher dieses Jahr verdient. Da könnte man halt mehr verkaufen. Das setzt allerdings voraus, dass unsere Lagerspeicher da nicht überfordert sind. Ne? Und hier haben wir nicht viel Alkohol auf Halde. Da müssten wir halt noch mehr schauen, dass wir hier an dieses Gebäude, dass wir hier sagen, zeig mir mal den hier an,
Und dann müssten wir hier einfach nochmal ein paar mehr große Fahrzeuge reinpacken. Werden wir uns anschauen. Nächste Folge, meine Lieben. Wenn ihr Lust habt. Bis dahin. Haut rein, gehabt euch wohl. Ich wünsche euch was. Euer Zwerg. Auf ZwergTube. Tschüss. Lay around the house and daydream till the afternoon, thinking about the times that we had when this was all that we knew, when this song was still new, when this all was still new.